Es ist Tag 5 des Winters bei Going Bit Evil. Willkommen zurück in Schilkotte, dem einzigen Dorf mit einer bewusstlosen Isabel und mit knapp 14.000 Kalkstein. Ja, ist das klug? Weiß ich nicht. Ist Wallace ein netter Mann, der merkt, dass Isabel bewusstlos im Schnee liegt? Nein, dem muss man darauf hinweisen. Das ist auch eine KI, die ist total toll. Aber so ist das halt, ne? Ich meine, ich muss ja da auch reagieren, ne? So. Eleonora, ich hätte gerne, dass wir uns diesen. Ne, Holzboden abreißen, klar. Genau das hatte ich eigentlich vor, Eleonora. Ich hätte. Nein! Fräulein. Einmal das duplizieren. Bitte einmal dorthin und dorthin. Dann, Eleonora, ich hätte gerne, dass du das hier baust. Schaffst du das? Und Wallace, einmal bitte den hier bauen. Und sonst haben wir eigentlich Rob. Ne, warte, das behandeln. Henrik könnte auch gut bauen. Henrik, mein Guter, bau mal das. Der hat auch noch keinen Holzboden, dieser. Okay. Interessant. Rob ist bewusstlos. Haben wir da jemanden in der Nähe? Simon kommt da nicht so schnell hin. Haben wir sonst Osbert? Osbert, könntest du bitte mal Rob, der es irgendwie geschafft hat, vor Unterkühlung, vor einer laufenden Esse zu kollabieren. Alles ein bisschen doof. Also meine Leute, die sind dieses Mal wesentlich häufiger bewusstlos als letzte Mal. Rob, du könntest dich ja auch versorgen, aber wenn du nicht im Bett bleiben willst. Moderate Unterkühlung aber jetzt schon. Okay, das ist schlecht. Rob, was hast du mit Isabel vor? War das da zu warm? Rob ist bewusstlos. Warte mal. So. Also, irgendwas ist hier gerade komisch. Wallace, kannst du es ja mal. Nein, könntest du das bitte nicht tun? Könntest du. Können wir die nicht. Ja, vor allen Dingen, warum trägt er den jetzt nach draußen? Simon ist bewusstlos. Ach du Scheiße. Was machen wir jetzt? Wallace schläft. Dann nehmen wir Henrik. Henrik, könntest du Simon mal reintragen? Was geschieht hier bloß? Aber ich meine, es ist minus 34 Grad, 35,3. Wieso? Bring den doch ins Warme. Und Rob, und Simon, ja klar. Wenn ihr gleich alle ohnmächtig werdet, dann habe ich eigentlich. Ja. Wer ist jetzt ohnmächtig? Isabel. Rob. Wieso kann ich die nicht anklicken? Naja, die muss da jetzt erstmal bewusst sein. Sieht also bewusstlos. Wer ist denn jetzt der nächste? Simon. Du Schande. Der hat auch eine moderate Unterkühlung. Wie sieht es denn endlich aus? Die haben doch eine Winterkleidung. Okay. Minus 18. Ja, ich meine bei 34, ja. Wir schauen einfach mal, wie es ausspielt. Einzige, was ich ein Problem mit habe, ist halt, dass. Okay, die war einfach verpackt. Sehr gut. Anfänglicher Optimismus. Ja, das haben wir hoffentlich geregelt, dass das vorbei ist. So. Kann ich eigentlich diese Betten quasi ausschalten? Nee, ne? Also ich würde die nicht unbedingt, obwohl wir können die eigentlich alle zerstören. Wenn wir das so machen. Ich lasse die Hütte stehen, weil ich die irgendwie schön finde, aber die bleibt jetzt erstmal leer. Also, wie seht, wir sind, ja, wie ihr seht, wir sind mitten in einer wunderschönen, wunderschönen Kältewelle. Jeder von uns macht seinen Teil. Und Eleonora, wenn du genug gegessen hast, hätte ich gerne, dass du diesen Tisch baust. Nein, diesen Tisch bitte einmal bauen. Weil die Leute fangen an, sich zu langweilen. Die wollen eine richtig geile Runde Backgammon mal spielen. Guck mal, die hat keinen positiven.
Oh, Arbeitszufriedenheit. Ich wollte gerade sagen, die hat keinen positiven Modifier. Da müssen wir was gegen tun. Kältewelle ist vorüber. Yes. So, das haben wir geschafft. Das war viel. Die sind alle sehr, sehr, sehr häufig umgekippt. Keine gute Entscheidung von denen, muss ich gestehen. So, was ich jetzt aber gerne hätte, wäre einmal der Standardlagerplatz. Den möchte ich hier schon mal hinstellen. Da war da nämlich schon mal ein Anfang. Und diese so, Einstellung kopieren und dann hierhin, zack. Nicht auf hoch, sondern sehr hoch. Das heißt, alles, was hier vorher gelagert werden wollen würde, so auch Zweige und so weiter, räumen wir jetzt hier rein. Ich denke, es wird erstmal so bleiben, dass sie das hier liegen lassen. Osbert, mach mich nicht schwach. Okay, die fangen an, das rüberzutragen. Das heißt, wir machen beides auf hoch. Ich möchte nicht, dass die anfangen, das rüberzutragen. Da habe ich im Moment noch keine Manpower für. Ich möchte nur, dass Neues, was die ausgraben, nicht unbedingt hier entlandet, sondern da, weil das, denke ich mal, näher dran ist. Guck mal, was Rob macht. Hahaha. Er forscht. Also er forscht, weißt du? ja. Ich habe mir überlegt, diese beiden Bücherregale vielleicht nicht zu machen und hier gerne einen kleinen Basisforschungstisch hinzustellen. Raum erstellt, Schlafzimmer, auch gut. So, dass wir das nämlich haben. Wallace kann den mal einmal bauen. So, einmal das. Eleonora ist am Beten, das ist auch sehr wichtig. Aber ich hätte gerne, dass du... So, das einmal baust. Haben wir sonst einen guten Bauer? Henrik können wir noch mitschicken, der braucht die nächste Wand. Und dann müssen wir die Tür noch bauen und die beiden Regale, aber das können wir dann machen. Dann haben wir nämlich hier eine Bibliothek. So, Wallace, gleich wenn du da so fertig bist und hoffentlich das geschafft hast. Ah, warte. Henrik, einmal das bauen und Eleonora reißt irgendetwas ab. Ich bin mir nicht sicher, was. Ich denke, ist okay. Dann bauen wir die Tür noch und dann haben wir nämlich in 0, nix eine wunderschöne Bibliothek gebaut. Was natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Das hier machen wir auch nicht für immer. Ich möchte gerne, dass wir immer 30 davon vorrätig haben. Ja, damit halt nicht so viel auf Vorrat gemacht wird. Aber genug. Zack, Bibliothek. Sehr schön. Dann können wir nämlich diesen Tisch hier abreißen. Und dann haben wir zwei leere Räume draußen stehen. Achso, die hat die Betten abgebaut. Sehr, sehr gut. Da haben wir zwei leere Häuser draußen stehen. Wir schauen mal, wofür wir es brauchen können. Eventuell möchte ich das dann auch noch als... ja, hier könnte man auch ein Waffenlager rausmachen in dem Sinne oder ein Rüstlager. Das war da dann so richtig creepy, wenn du da so reinguckst, sind dann hier links, rechts die Puppen mit den Rüstungsteilen. Das war so richtig schlimm machen. Was hältst du davon? ja, weiß ich nicht. So. Wie sieht's aus? Wie weit sind wir mit unserem Bauen? Hier haben wir, ja, die sind dabei, den Turm zu bauen. Auch sehr interessant eigentlich. Hier haben wir noch nichts. Da haben wir noch nichts gemacht. Hier auch noch nicht und da auch noch nicht. Okay, irgendwas macht Eleonora auf jeden Fall die ganze Zeit, denke ich mal. Sie ist ja unsere Haupt vermisst religiöse Aktivität. Oh. Verzweifelt durstig, ja. Damit können wir aber bald dienen. Wir haben nämlich schon 9 von diesen wunderschönen Büchern. Wir brauchen 10. Gut. Ja, das ist okay. Das Schöne ist, wenn wir das haben, ich weiß nicht genau, was wir da noch alles herstellen können. Ist halt ein Kupferkessel zum Bierbrauen, ist glaube ich gar nicht das, was ich meinte. Wir haben, ja, die Möglichkeit hier zu fermentieren. Dann haben wir halt Alkohol- und Käseproduktion. Käseproduktion, können wir eigentlich Käse herstellen inzwischen? Gerinnende Milch, okay. Da werden wir höchstwahrscheinlich irgendwas noch anderes brauchen. Destillieren bestimmt nicht. Nahrung haltbar machen? Verpackte Mahlzeit. Auch irgendwie cool. Das könnten wir irgendwann auch mal freischalten. Chemie von natürlichen Zutaten in Heilmitteln. Auch eigentlich sehr, sehr wichtig, dass wir das irgendwann mal haben. Und die Brauanlage. Wie können wir denn Käse herstellen? Weil hier steht ja hier ein Bereich für die Abwicklung der gesamten Gärung von der Essig- bis zur Alkohol- und Käseproduktion. Wir können gerinnende Milch herstellen. Wir haben ja eine Kuh.
Ne? Gerinnende Milch kann ich nicht im Almanach mal nachschlagen. Suchen. Gerinnende Milch. So. Erwärmt und gesäuert. Der Quark aus der cremigen Milch kann zu Käse verarbeitet werden. Okay. Essbar Kochmaterial. Dann gehen wir mal zu Käse. Ich würde gerne wissen, wo wir Käse herstellen können. A staple food that gives milk longevity in countless tasty varieties. Cool. Hier steht nicht, wo man das herstellt, aber ich denke mal, das wird dann in der Küche einfach hergestellt, ne? Wo ist die Küche? Ich bin manchmal ein bisschen dumm im Kopf. So, ich glaube, dass sie einfach, wenn du eine Mahlzeit machst, dann macht der Käse daraus, wenn der Käse nimmt, ne? Da steht ja 12 Kochmaterial. Ich glaube, dass das so grob ist, ne? Naja. Animal Feed. Eingelegtes Gemüse. Da haben wir keine Konserv... Doch, wir haben Konservierungsmittel. Wir könnten einfach auch sagen, ja komm, wir machen einfach mal, bis wir immer... Ich möchte gerne immer 10 eingelegtes Gemüse rumliegen haben, weil da können wir 10 Gemüse... Okay. Hier brauchen wir Kochmaterial. Oder Gemüse, Kochmaterial. Gilt ja eigentlich, also das Kohl ist ja auch ein Kochmaterial, ja genau. Sehr gut. Aber wir haben halt 70 Nahrung rumliegen, ne? Wir haben hier Runkelrüben, nein, das meinte ich nicht. Karotten, da Milch, 12 Milch. 10, warum 12 Milch? Warum wird das dann nicht hier hingebracht? Wie viel brauchen wir? 20, okay. Wir brauchen 20 Milch, dann können wir zwar da geronnene Milch und dann Käse herstellen. Das finde ich irgendwie cool. Ist ein bisschen undurchsichtig. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr durch arbeiten. Wir müssen hier mal schauen. Die Ratten fressen uns die ganze Reihe, also das Fleisch weg. Osbert. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben. Hallo? Kannst du nicht. Osbert, bitte einmal. Jawoll! Wunderbar. Hat er jetzt die Ratte dabei? Wo ist sie hin? Ist sie einfach nur explodiert? Da liegt sie. Gut. Rob schreibt, Simon betet, Wallace produziert. Was produzierst du? Okay, Steinchen. Sehr schön. Kannst du mal die Ratte transportieren? Müssen wir uns mal zur Angewohnheit machen, weißt du? Das ist ja Fleisch, ne? Das ist gutes Fleisch, was da liegt. Ja. Oder so. Es ist auf jeden Fall irgendwas. So. Wer war nochmal unser Koch? Eieiei. Der hat Kochkunst 1. Das ist natürlich klasse. Kochen, Henrik. Henrik ist sogar gerade am Kochen. Das ist sehr gut. Was kochst du uns denn Feines? Was gibt es Leckeres? Du hast uns irgendwas angesetzt. Okay. Wunden müssen versorgt werden. Ist auch okay. Osbert hat sich die Ratte geschnappt. Ich will nur wissen, wie viel Fleisch uns das bringt, weil die hat uns ein Fleisch gekostet. Ernsthaft, Osbert? Das machst du jetzt auch zu Ende. Da hast du mit angefangen. Da tut mir leid. Weißt du, du kannst nicht mitten am Tag aufhören oder mitten während der Schlachtung sagen, nö, nö, lass mal. Passt schon. Ein rohes Fleisch und ein Leder. Okay. Ich weiß nicht, ob der Aufwand für eine Ratte gerechtfertigt ist, aber. Wenn das zur Gewohnheit wird, dass die hier ankommen und uns immer und immer mehr davon wegfressen, das sehe ich nicht so. Das möchte ich nicht. Ne? Da denke ich, dass wir da wohl gegen angehen dürfen. So, was könnten wir machen? Genau, wir wollen, ja, wir lassen den da mal ein bisschen arbeiten. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Das hier gilt auf jeden Fall noch als Bibliothek, oder? Ja. Wunderbar. Das wollte ich nämlich schauen, weil das heißt keine andere Werkbank, aber ein Schreibtisch und ein Schreibtisch, die gelten beide als Werkbank. Das ist okay. So. Genau, das hat er auch alles gehackt. Das heißt, wir könnten hier uns mal darum kümmern, dass dieser Bereich vollständig ist. Und ihr seht auch, dieser Bereich ist schon sehr, sehr voll. Nicht nur vollständig, sondern auch sehr voll. Oder geht, sagen wir mal so. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier das hier auf niedrig setze oder auf Mittel,
Kann ich machen, aber dann fangen die an, wie blöd, alles von hier nach da zu transportieren. Und dann ist das hier voll. Das möchte ich erstmal nicht machen. So ab und an kann ich das mal kurz ansetzen, aber erstmal möchte ich das nicht machen. Was mich mehr interessiert, ist den hier. Möchte ich gerne hier rüber verlagern. Und der ist rot und es funktioniert nicht. Ah, das ist so doof. Warum ist das so? Erklär mir das. So, Steinmetztisch geht nur in Stein, ach in Holz. Also wenn es irgendwie einen Trick gibt und ihr sagt mir, ja, genau so und so ist das, das ist total klug, dann lasst mich das wissen, wenn ich einfach nur was verkacke. Und das ist nicht nur einfach, sondern, oh Mist. Zählt das als ein Raum? Ja, ne? Okay, das ist ein Raum und das ist ein Raum, hoffentlich. Weil das hier müsste eigentlich nicht freier Raum sein, sondern eine Schmiede. Ist noch nicht gebaut, okay. So, das heißt, uns fehlen die Sicht ist ja mal wieder herzallerliebst. Ich sehe ja, dass das hier hängt, ne? So, bauen, priorisieren. Wandregal für Werkzeug. Wo ist denn das nächste? Habe ich schon eins gebaut? Ne. Ich sehe keins. Aber ich meine, ist das Dach schon drauf? Ja, das Dach ist schon fertig. Gut. Rob ist lange nicht mehr vor der Esse ohnmächtig geworden, wegen Unterkühlung. Das ist auch sehr gut. Unser Eisenlagerplatz ist zu klein. Ah ne, da ist das. Da ist das. So, Entschuldigung. Da ist das. Das hätte ich gerne noch einmal. Danke. Rob Harbert Intellekt ist nun auf Stufe 31. Junge, Junge, der kann uns Geschichten erzählen. So, Eisen. Kann das draußen liegen? Ich denke, ja. Ich denke, das kann draußen liegen, dass wir quasi hier sagen, hier auch Eisen. Ich werde das mal einfach mal sagen, dass das möglich ist, dass wir hier auch Eisenbahnen lagern. Wenn das nicht funktioniert, wenn die da Probleme haben, Werkstatt, dann werden wir das wieder schieben. Ist alles ein bisschen durcheinander, ich weiß. Ich habe irgendwie keine besonderen roten Faden in meinen ganzen Überlegungen. Ich mache meistens einfach nur das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Hat bisher immer ganz gut funktioniert. Ihr habt es nicht gesehen in den drei Folgen, die so im Arsch waren. Da haben die zwischendurch angegriffen und ich dann meine Leute hier auf den Turm und denkt, aha, aha. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, hier ist jetzt so ein kleines Türchen. Das habe ich völlig vergessen, dass wir das vielleicht noch brauchen könnten. So, braun hätte ich gerne. 26 und 10, wir haben. Ah, 25 und 10, wir haben 16 und 9. Was hat Isabelle da eigentlich an? Winterkleidung, okay. Achso, die hat keine Rüstung an, deswegen sehen wir die Kleidung. Okay. Finde ich auch okay. Okay. Was haben wir da? Oh, Eisen, 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 Eisen. Oh Gott. Zersetzt sich in? Nein, alles gut. Alles klar. Das heißt, wir können hier. Ich würde das Lager vielleicht auch einfach vergrößern, weil wir haben so viel Eisen auch. Das heißt, wir müssten uns eigentlich auch mal dahin. Forschung will ich doch. So, wenn wir hier Schwerter lernen, dass wir halt die richtigen Langschwerter herstellen können, das wäre natürlich klasse. Oder halt, ja, Pfeile fertigen. Den Langbogen, den haben wir schon. Armbrüste könnte man halt sich dann auch überlegen, dass man Armbrüste bekommt und hier dann die großen, schwere Armbrüste. Die haben natürlich einen langsameren Schuss. Wir können es hier mal anschauen. Wir haben hier Schaden 28,8, Präzision 95%. Steht hier Angriffsdauer 11 Sekunden. Wenn wir hier mal auf Lang, also 11 Sekunden für 28 und Langbogen 5 Sekunden für 22. Langbogen gefällt mir besser. Wow. Rüstungsschaden 40, 80? 40, 80. Ja, warte. Ja, 92% Rüstungsdurchdringung. 92% ist nicht schlecht, wenn man das hier vergleicht mit 80%. Ist aber, um ehrlich zu sein, also das sind halt die, wo hatte ich jetzt, schwach. Wenn man halt dann hochguckt, ich schau mal, ob der Schaden verbessert wird. Wir haben makellos 22, 80, 0, 100% Präzision. Das heißt, wir treffen immer bei makellos.
Aber auch bei denen. Dann haben wir hier auch 9 Sekunden mit 50,4 Schaden. Okay. Hier skaliert, also bei der schweren Armbrust und ich denke bei der leichten Armbrust skaliert der Schaden mit der Makellosigkeit. Ah, ist nicht schlecht. Dann kann man nämlich dann einfach sagen, wir bauen ein paar, weil wir können ja natürlich auch sagen, hier, wenn ich den sage, ich hätte gerne mechanische Komponenten, dass wir sagen, bis wir immer, ich möchte immer 15 Stück davon vorrätig haben. Ich denke, das können wir machen. Das können wir auf jeden Fall machen, weil wir so viel Eisen haben, dass das meinethalben eigentlich funktionieren sollte. Wenn nicht, nicht. Ganz einfach. So, Baum misslungen. Sowas hört man doch gerne. You like to see it. So, die Raumübersicht können wir auch wieder wegmachen. So, dieser Winter war noch nicht vorbei. Wir haben immer noch 5 Tage. Aber irgendwie fühlte der sich nicht sehr rund an. Wir haben viel gelitten, wenig Freizeit oder Schönheit gehabt. Rob, kannst du dieses Buch mal zu Ende schreiben? Na toll, das eine hätte auch noch, aber ist egal. Wir brauchen ja 2019, ne? Was wollte ich haben? Ich wollte gerne Braun haben. 25, okay. Rob, kannst du. Oh, Osbert macht das eine, okay. Osbert, wie gut bist du eigentlich in Intelligenz? Wenn ich das jetzt sehen würde, relativ schnell, wäre das natürlich super. Bin ich denn so blind? Intellekt 6. Warum machst du das? Terminplan. So, haben wir eigentlich bei Tätigkeiten bei Osbert. Ich habe den gesagt, er soll nicht bauen. Sonst Forschung 3. Du hast nichts anderes gerade zu tun. Kochen 1. Pflanzen. Okay, Pflanzen ist okay. Ja, mein Gott, dann soll er halt schreiben. Das ist okay. So, Wallace. Der ist zwar mega gut, aber nicht so begeistert. Obwohl, der ist 26. Das lassen wir mal. Ich wollte gerade sagen, wir lassen Isabelle mal schneidern. Aber da sie auch wahnsinnig gut im Bergbau ist, ist sie da, glaube ich, besser angelegt. Wallace macht uns wieder schöne Steine. Und sonst machen wir halt hier. Und so sieht das dann nachher aus. Und ich glaube, dass das cool wird. So, Bo Boden haben wir. Oh, warte. Henrik. Ach du Scheiße. Leute. Och nö. Och nö. Wie hast du das denn hingekriegt, Junge? Ernsthaft? Niemand hat behauptet, dass meine Sims klug sind, ne? So, Henrik, du darfst auch wieder machen, was du willst. Na, meine Sims, meine Bewohner, meine ich natürlich. Und nur so fürs Protokoll. Irgendwie habe ich es ja fast erwartet, dass das sehr, sehr klug wird, was wir hier so vorhaben. Aber dass das so schnell ist, dass wir anfangen, unsere Leute umzubringen, das ist ja super. Deswegen keine hohlen Flächen bauen. Aber Hundi hat sich auf jeden Fall einen schönen warmen Platz gesucht. Er ist nicht der unintelligenteste, sagen wir mal so. So, dann warten wir mal auf die Nacht. Also, dass die Nacht vorübergeht. Und dann werde ich das, glaube ich, mal micromanagen, weil bevor, also Henrik hätte wahrscheinlich die Nacht nicht überstanden bei minus 20 Grad unter der Treppe. Das tut man nicht. Ich wollte Material sparen. Ist nicht besonders klug gewesen, ich weiß. Und wahrscheinlich habt ihr euch schon, als ich das angesetzt habe, gedacht so, oh mein Gott, was tut er da? Das tut er nicht wirklich. Ist er dumm? So in etwa, denke ich mal, wird euer Gedankengang gewesen sein. Wenn nicht, dann freut es mich natürlich. Aber ich glaube, der war so, oder? Gib zu. Ihr habt das natürlich von Anfang an gesehen, dass das nicht klug ist, was ich da mache. Eleonora, ich hätte gerne, dass du diese Kalksteinwand baust. Und dann hätte ich gerne, dass du diese Kalksteinwand baust. So.
Und zwar, ach ja, Henry könnte eigentlich auch die hier bauen. Und Wallace könnte eigentlich auch die hier bauen. Weil Eleonora versucht schon wieder, sich einzubauen. Das ist total klug. Wallace. Okay, gut. So, und wenn ich jetzt Eleonora sage, ich möchte das hier bauen, machst du das von innen oder von außen? Wenn du das von innen machst, dann hast du es nicht anders verdient. Ernsthaft. Ah, und jetzt? Hast du dir schon überlegt, was du jetzt machst? Ach du Schande. Leute, 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 das machst du dir kein Bild von. Also, Eleonora, du könntest gerne einmal das hier zerstören. So, das ging so. Und kannst du das dann von außen bauen? Wie sieht das aus? Er ist jetzt irgendwie ein bisschen kacke, sonst fülle ich das einfach. Wenn die das wieder von innen baut, dann ja, muss ich das füllen. Das ist ja dumm, ey. So, ich fülle das auch mit normalen Kalksteinwänden. Also Kalksteinen einfach. Das ist ja doof. Also, ich weiß nicht, die Wegfindung kann natürlich dumm sein. Da sage ich nichts gegen. Aber das ist ja schon strunzenhohl. Was hast du da jetzt alles gebaut? Naja. So, ich schau mal einfach nach, wie die das bauen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das so ein Akt wird. Also, das ist ja. Sehe ich nicht so. Das ist halt auch wirklich eine ganz besondere Art von dumm, ne? Also ich meine, das ist eine Computerspielart von dumm. Davon mal ab. Da kann ich eigentlich mit arbeiten, aber irgendwie, das regt mich gerade auf. Das haben jüngere Spiele, sind da nicht so dumm. Animals are hungry. Haben wir kein Fleisch mehr draußen liegen? So, schauen wir einfach mal. Wir haben kein Fleisch mehr draußen liegen, ne? Oh, was ist das denn? Eingelegtes Gemüse, das ist ja nicht. Leute, denkt doch nach. Ein dubioses Mahl, auch gut. Roh. Eingelegtes Gemüse. Bitte einmal raus. Das isst unser Hund nicht. Und wenn unser Hund das nicht isst, dann haben wir ein Problem, Isabella. Ja, wunderbar, das machst du schon. Trag das mal weg. Und ich hätte gerne, dass du irgendetwas anderes dahinlegst. Das wäre total toll. 25 rohes Fleisch. Na? Hier, warte mal. Ich mache das sehr hoch. Okay. Dann machen wir hier das hier mal auf hoch. Und dann muss das eigentlich gleich irgendjemand darüber tragen. Und dann schauen wir mal. Nicht, dass mir der Hund jetzt doch noch 0, minus 3. Eieiei. Trägt das irgendjemand? Okay, dann machen wir das so. Ja, so. Zack. Zack. Geht das? Nein, natürlich nicht. Zack. Zack. Ich möchte irgendetwas für meinen Hund draußen liegen haben. Das wäre so, doch mehr als freundlich von euch, bitte. Da. Ist er. Nein, das ist eine Ratte. Henrik. Ach du Scheiße, jetzt kommen die alle an. Warte mal.
Warte, habe ich meinen Hund jetzt zwischendurch umgebracht? Nee, habe ich nicht, oder? Huiuiui. Nicht mehr hungrig, gut. Aber wir haben ein ganzes Wolfsrudel zerstört, ohne dass sie sich gewehrt haben. Das finde ich super. So, ihr bitte einmal alle. So. Ah ja, das wollte ich gar nicht. So wollte ich das. So, ich glaube, das ist gar nicht... Das ist ein total guter Köder. Wir holen die einfach uns an. Und dann machen wir da noch mehr Fleisch raus. Dann legen wir wieder Fleisch nach draußen. Dann machen wir da noch mehr Fleisch raus. Aha! Ich habe das Spiel gewonnen. Na, Spiel gewonnen, genau. Das wollten wir, sagen, brauen. Vielen danke sehr. Und das Brauen, die Brauanlage, die kann auch draußen stehen, wie wir es auch gesagt haben. Und ich habe mich gerade übrigens da umentschieden. Ich denke mir, wir könnten die Brauanlage, obwohl hier, weiß ich nicht, da auch nicht. Am meisten Sinn ergibt die da oder wir packen die mit in die Küche. Küche ist aber schon voll, es sei denn, wir vergrößern die. Ich weiß im Moment nicht, wo ich sie hinsetzen will. Ich will sie, glaube ich, fürs Erste einfach mal... Aber wir können die ja natürlich hier in unseren Brauraum legen. 50 Holz werden wir irgendwie bekommen. Da ist schon wieder eine Ratte an unserem Fleisch gewesen. Okay, werden wir irgendwie hinkriegen. Und damit sage ich einfach mal, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Diese Folge war ein bisschen chaotisch, so wie jede. Aber ihr kennt es inzwischen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Bis dann. Ciao.